Süden, ne? Suche nach den Schreckensmeistern. Wohin? Süden. Süden, Süden, Süden. Alles klar. Nach Norden. Bonusmission auch direkt. Ja, und zum Glück nur 10 Stück. Macht ja immer den gleichen Move da. Wort auf Text. Mir werden auch noch die anderen angezeigt, also von Grauen, von Mario. Jeder einzelne, der, wenn er die Quest abschließt, wird mir auch noch angezeigt. Das interessiert mich irgendwie gar nicht. Und das ganze Spiel war so gewesen. Ja, es interessiert mich nicht, ob ihr eine Quest abschließt. Hier ist eine Spur. Tja. Gut, da ist aber nichts dran. Benutze die Sicherheitskonsole. Oh, jetzt hing ich fest. Jetzt bin ich nicht der Erste, der das nutzt. Nein, scheiße, ich habe abgebrochen. Aber ich höre noch mit. Irgendwas hat da doch geklappt. Oh, diese Machtnutzer. Urwod jen kenzeniet. Jik inter, mebeg drest pasiat dan ilbi, for cost in pain. Mafolk naho ratiest bi elmu, in tisor ma hefne. Ist lustig. Ich habe abgebrochen. Und bevor ihr abgebrochen durch war, wurde das angenommen. Oh, er hat offenbar nicht mit, da er nichts hört. Und du hast ja gesagt, da ist eine Kiste. Die Kiste hat er jetzt erst gesehen. Ja, der baut hier noch eben seinen Kram ab. Ach so, na gut. Ja, dann müssen wir jetzt nach Norden.
Gerade nur noch gegangen. Sieht irgendwie lustig aus, weil Marc hat ja quasi so einen Motorradhelm auf. Und dann mit dem Cape. Und dann fährst du sowas. Nee, das ist ein Teleporter. Oh. Das ist doch nicht hier. Das ist aber falsch, ne? Keine Ahnung. Ja, das kann natürlich falsch. Wir müssen durch den Eingang im Osten und dann auf die größere Karte. Achso. Der Planet ist gigantisch, das stimmt. Also im Vergleich zum letzten Planeten, wo wir waren, das war ja, da sind wir reingegangen, zack, wieder raus. Hier werden wir, wir sind noch nicht mal am Ende. Nicht mal, das ist ganz Belsavis hier und wir sind jetzt am Ende. Naja. Oh, da ist ein Großer. Ja, ignorieren. Aber man kann sich schon die Geschichte hier vorstellen. Wie die uralte Rasse hier quasi eingesperrt war und jetzt auf einmal frei. Aber die müssen irgendwie vernichtet worden sein, weil die gibt es in der Zukunft nicht. Mario hat 62, Mark und Grauen haben 60 und ich habe auch 62. Ja, ich bin am Level Limit. Ja. Genau. Ich habe ein Abo laufen, Mario hatte mal ein Abo laufen. Hä? Warum hat der Fahrstuhl gerade angehalten? Aber es war richtig, dass er stehen blieb, ne? Ich korrigiere, ich habe Level 63. Oh, Prototyp-Kanone von Adas Corp. Ah, das kann ich nicht benutzen. Das erfordert Sturmkanone. Das ist also für einen anderen Charakter. Kommt also in die Bank. Ich glaube zwar nicht, dass ich irgendwie irgendwann... Das ist wahrscheinlich für ein Kopfgeldjäger. Dass ich irgendwann... eine andere Klassenfertigkeit dann nehmen, aber oh. Hä? Ja, wir sind hier noch. Hier sollen wir gar nichts machen. Das ist nur Deko. Genau. Gehen wir hier rechts rum. Mario, weit wieder unter den Lebenden. Nö. Ich schwächle.
Genau, so ist es richtig. Lächle. Das war ganz schön hart. Gestern war ich so gehypt, dass ich irgendwie erst nach 1 eingeschlafen bin. Von dem Spiel oder was? Ja, und dann... Ja, das Spiel ist übel, das stimmt. Zu früh aufstehen, zu lange arbeiten. Und dann geht's hier gleich wieder los. Ja, das CK3 ist übel. Da habe ich auch Stunden verbracht. Es ist einfach so geil, wie die Charaktere sind. Und vor allem die Texte dann. So, mir fehlen dann noch 4 Stück. So, mir fehlen auch noch 4 Stück. Da sind noch 2. Boah, je später die Session wird, desto schlimmer wird's. Ah, noch eine Viertelstunde. Ah, ich fürchte, länger halten wir auch nicht durch. Ich würde auch schon gerne wissen, was mit meiner Gruppe jetzt endlich ist. Deine Gruppe? Ja, die Gruppe, die die Aufgaben machen soll, für mich. Ach so. Wenn ich mich nicht irre, müsste ich das Hochsicherheits-Turbolift benutzen. Der ist keine Ahnung wo. Müsste ja irgendwo hier in der Nähe sein. Die zur Kammer der Muttermaschine. Erstmal muss ich mich heilen. Bevor es zum Kampf kommt hier. Jik inter, mebeg drest pasiat dan ilbi, for cost in pain. Jehil bestor, zigre. Stjarkat, kienes rebiat. Mafork naho ratiest bi elmu, intisor ma hefne. Die Schreckensmeister lassen sich nichts befehlen. Sie werden euch vernichten. Ich jes jek chektro, enti. Maro gialdes mat gzenki. Tuom kors kil miestra hulba. Garf kjodian. Tiest ziti kor mili kiest madwa. Sehr linkslastig der Ton. Schön. Ihr wurde alle weggeschoben, ich nicht. Tja, lächerlich, ne? Ach, da sind ja noch mehr. Hab ich gleich gesehen. Irgendwas sollen wir hier machen? Mit dem reden? Scheint so.
Da habe ich es gerade auch abgebrochen und wieder gestartet. Schön. Wagt es, die Schreckensmeister kontrollieren zu wollen? Aber sie war zuerst, sie gelangst mit der Indi. Angst. Stjartat, kjennet Rebjat. Niemand kann uns kontrollieren. Nicht dieses Gefängnis, nicht die Republik und mit Sicherheit nicht diese Kreaturen. Ich störe nur ungern. Wir sind uns eurer Anwesenheit bewusst. Angst ist in unserer Gegenwart nur natürlich. Aber ihr habt uns geholfen. Dafür werden wir euch den wahren Schrecken ersparen. Haltet eure Blaster bereit, Männer! Streckt die Imperialen nieder und nehmt die Schreckens... Mehr Gäste. Wunderbar. Dieser Kloß in eurer Kehle? Das ist Panik. Bedenkt, was als nächstes passieren wird. Zeigt der Republik die wahre Bedeutung von Schrecken. Zuerst weiten sich die Pupillen. Die Muskeln verkrampfen sich. Hysterie tritt an die Stelle von Rationalität und dann... zerbricht der Geist. Coole Truppe. Irgendwie. Fühl mich wie zu Hause. Wir sollten aufbrechen. Hier unten ist es nicht sicher. Ich bringe euch zurück auf imperiales Gebiet. Commander Kalum, die Schreckensmeister sind bereit zur Evakuierung. Der Imperator wird äußerst zufrieden sein. Ich bin Commander Kalum, meine Lords. Es ist mir eine Ehre, für euer sicheres Geleit von Belsavis zu sorgen. Ein Evakuierungsteam erwartet euch im Minimalsicherheitsbereich. Gut, wir werden sofort zuschlagen. Aber zuerst terrorisieren wir die Eshkar. Ihr steht in unserer Gunst. Wir danken euch. Die Augen von mir, ey. Die Schreckensmeister machen nicht so leicht Komplimente. Aber ich stimme Ihrer Einschätzung zu. Jetzt bleibt nur noch die Nachbesprechung. Ich werde euch an Bord der Raumstation erwarten. Commander Kalum, Ende. Marc, was machst du so? Du hast die Hand so gehoben. Ich will meinen Lohn. Ja, ich will mein Geld. Oder wie das Spider-Man-Meme. Give me rent. Oh Mann. Aber es geht auch schon in eine gute Richtung.
ein Level habe, dann kriegen wir eine neue Passivfähigkeit. Eine Aktivfähigkeit werden wir nie wieder was kriegen. Aha, ich bin dank meiner Fähigkeit nach vorne gekommen. Und bin der Erste, der oben ist. Ist auch einer von diesen langen Fahrstühlen, wo man etwas länger warten muss. Ach, musst du gleich auf uns warten. Ja, leider. Oder nicht, er kann nach vorne. Was ist denn meine Akt 3 Story-Mission? Also Marvin und ich sollen uns jetzt mit Meister Tims treffen. So. Können wir 5 Minuten noch irgendwo hinkommen, wo sich das lohnt aufzuhören? Ich glaube nicht. Wir können zu diesem Fahrstuhl gehen. Im Norden. Da ist es scheinbar das so ziemlich das letzte Gebiet. Das wäre meine Mission. Ja. Von da müssen. Ja. In diesem Kreis da. Und das dann nach rechts zur Kammer der Muttermaschine. Da ist Grauns. Und der Fall. Und nach Süden müsste Mario und Mainz sein. Also da ist die scheinbar das Finale von der Kammer. Ist ja cool, wenn ich noch auf die Schnelle die Antwort kriegen würde, was meine Akt 3 Story Mission ist oder ob das das, was ich mache oder wo ich noch hinkomme. Story-Mission, das ist das, was du hier gerade tust. Ja, sicher. Ja, wo wir gerade hinfahren. Wir sind im Akt 3. Ach so. Ah, cool, dann kriege ich ja bald einen neuen Kampfstil. So, hier kann man noch gut aufhören. Hier ist auch noch eine Quest. Und dann sind wir beim nächsten Mal im nächsten Gebiet. So. Ihr habt Geschick bewiesen, um bis zum Grab vorzudringen. Die Expedition meiner Sklaven versagte, aber vielleicht könnt ihr mir helfen. In eurer Nähe ist ein Häftling, der sehr mächtig ist. Jahrzehntelang wurde er durch Experimente abgehärtet. Dann ließ man ihn hier zurück. Man kennt ihn nur unter dem Namen Subjekt 13. Er muss befreit werden, um dem Imperium zu dienen. Das ist keine gute Idee. Jede Art von Macht birgt Risiko in sich. Ihr scheut doch wohl nicht vor ein wenig Gefahr zurück, oder? Wer oder was Subjekt 13 auch ist. Es wird sicher einiger Überzeugungskraft bedürfen, ihn zum Imperium zu bewegen. Ihr habt euer Potenzial bewiesen, indem ihr die unergründeten Tiefen von Belsarvis erforscht habt. Beweist euch nun weiter, indem ihr Subjekt 13 befreit und ihn dem Willen des Imperiums unterwerft. So gut wie erledigt. Ausgezeichnet. Folgt den Koordinaten zur Zelle von Subjekt 13. Unterwerft ihn. Dann wird mein Schüler für seine Flucht sorgen. Ich warte dann auf Nachricht von der Befreiung des Häftlings. Na. Oh, eine spannende Mission.
Cool. Das war Star Wars The Old Republic. In der nächsten Folge gucken wir weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.